Moment ruhig noch, ne? Mach mal Moment ruhig noch, ne? Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Pressebriefing der Landesregierung. Das Thema ist der aktuelle Umgang mit der Coronavirus-Pandemie und die Änderungen in der Corona-Schutzverordnung. Zu Ihnen spricht Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Ja, meine Damen und Herren, wie immer zunächst einmal die ganz einfachen Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute eine Inzidenz von 1.485. Wir hatten Neuinfektionen 44.692. Das sind erst einmal die Zahlen zu den sogenannten Inzidenzen. Die Reproduktionszahl liegt zwischen 0,95 und 1. Wir haben eine Situation bei den Testen, dass wir in der letzten Woche, da lässt man 42% der PCR-Teste positiv waren. Es sind in Nordrhein-Westfalen rund 721.000 solcher Teste gemacht worden. Wir machen ungefähr am Tag 1 Million Teste in den Bürgertestzentren, also die sogenannten Schnellteste. Da haben wir mittlerweile immer eine Positivquote, ich sage mal, die liegt bei rund 3% oder gut 3%. Wir hatten jetzt mal auf 4%. Diese Zahlen machen sehr deutlich, dass das Virus doch relativ breit in der Bevölkerung da ist. Wir haben eine Situation in den Krankenhäusern, die sieht so aus, dass wir zurzeit 4.755 Menschen wegen Corona in den Krankenhäusern haben oder mit Corona in den Krankenhäusern haben. Das sind heute 923 mehr wie im Vergleich der Vorwoche. Wir haben aber auf den Intensivstationen 45 mehr und wir haben in der Beatmung 35 mehr. Das heißt also, wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Situation, dass die Infektionszahlen steigen. Die Gesundheitsämter leisten hier im Moment sehr viel. Trotzdem werden auch viele Fälle nicht zeitnah erfasst werden können. Eine Trendwende ist im Moment jedenfalls nicht zu sehen. Andererseits haben wir in den Krankenhäusern derzeit nur leichten Anstieg bei den Intensiv- und Beatmungspatienten. Auch die zuletzt deutlich gestiegenen Zahlen von heute, 4.755 auf den Normalstationen, von denen mutmaßlich viele wegen anderer Erkrankungen im Krankenhaus sind und dort positiv getestet wurden, macht bei über 100.000 Klinikbetten eine Situation aus, die ich für beherrschbar halte. Allerdings müssen wir die Corona-bedingten Personalausfälle in den Kliniken natürlich mit im Blick behalten. Und solange kein spürbarer Rückgang für Infektionsdynamik zu verzeichnen ist, kann auch der zeitlich immer etwas verzögerte Höhepunkt der Belastung in den Krankenhäusern nicht exakt vorausgesagt werden. Wir werden uns daher weiter sehr sorgfältig anschauen, um zum richtigen Zeitpunkt verantwortbare Maßnahmen zu beschließen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Landesregierung zu einem Vorgehen in zwei Stufen entschlossen. Erstens, in dieser Woche verlängern wir die Corona-Schutzverordnung um die üblichen 4 Wochen, nehmen aber nur erste Anpassungen vor und keine wesentlichen Lockerungen. Zweitens, nach der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Woche werden wir uns das Infektionsgeschehen erneut anschauen und mit Blick auf die dort getroffene Entscheidung erneut bewerten. Wenn die Lage in den Krankenhäusern bis dahin weiter stabil ist und sich vielleicht sogar die Anzeichen für eine Überschreitung der Infektionshöhepunkt verstärken, werden auch wir in Nordrhein-Westfalen den Weg in Richtung Lockerungen gehen. Heute werden wir aber zunächst folgende Regelungen anpassen, die ab morgen gelten werden. Im Einzelhandel werden bei den 2G-Zugangsregelungen ab dann keine Zugangskontrollen mehr erforderlich sein. Stichproben reichen aus. Die 2G-Regelung selbst bleibt aber noch erhalten, weil sie nach wie vor infektionslogisch erwiesen ist und dass nicht geimpfte Personen ein deutlich höheres Risiko einer Hospitalisierung haben. Zweitens, Jugendliche bis 18 Jahren werden bei den 2G-Regelungen
ab sofort mit Geimpften gleichgestellt. Wenn Sie die Schule besuchen, erfüllen Sie mit den Schnelltestungen auch die 2G-Plus-Regelung. Die Jugendarbeit wird generell zudem unter 3G wieder zulässig. Das galt bisher nur für besondere Angebote der Jugendsozialarbeit. Zum Karneval. Und dann komme ich noch zu eben den wichtigen Thema in unserem Bundesland. Den Karnevalsbrauchtum, der seinen Höhepunkt natürlich in etwas mehr als 2 Wochen findet. Für diese, für viele unser Land sehr wichtiges Brauchtum, hat seinen Höhepunkt in diesem Jahr genau wie in der Zeit, für die wir uns derzeit alle die Überwindung der Unicom-Höhepunktes und des Übergangs in Normalität erhoffen. Aber es wird eben auch auf jeden Fall noch in einer Zeit mit hohen Inzidenzen, belasteten Krankenhäusern und ausfallendem Pflegepersonal sein. Deshalb handelt jeder und jede, egal ob Privatperson oder Verein, verantwortlich, wenn er in diesem Jahr auf große Feiern im Zusammentreffen von vielen Menschen verzichtet. Für Menschen, die geimpft und damit selbst sehr gut gegen eine schwere Erkrankung und eine für das Gesundheitssystem belastende Hospitalisierung geschützt sind, wäre ein komplettes Verbot aber rechtlich und im Blick auf das Grundrechtsschutz nicht mehr vertretbar. Zudem wäre es vermutlich auch nicht umsetzbar. Deswegen ist es uns auch nach Abstimmung mit den Karnevalshochburen wichtig, dass wir den Kommunen Instrumente an die Hand geben, mit denen sie das Feiern so sicher wie möglich machen. Dazu haben wir eine Regelung in die Verordnung aufgenommen, nach der die Kommunen gesicherte Brauchtumszonen ausweisen können, in Bereichen, in denen sie das Zusammentreffen vieler Menschen erwarten. In diesen Zonen gelten dann landeseinheitlich folgende Regelungen. Erstens, es darf keine offene Veranstaltung, wie zum Beispiel Festbühnen, organisierte Umzüge geben, um in diesen Zonen keine zusätzlichen Anziehungspunkte zu schaffen und noch mehr Menschen anzulocken. Zweitens, gesellige Zusammenkünfte, Essen und Trinken und Brauchtumspflege ganz allgemein sind in diesen Zonen auch im Freien nur mit 2G+ zulässig. Wer dort draußen im Straßenkarneval unterwegs ist, muss also vollständig geimpft sein und braucht einen Test oder muss alternativ geboostert sein. Die Kommunen können dann entweder stichprobenmäßig kontrollieren und wer die Voraussetzung nicht erfüllt, muss ein nicht unerhebliches Bußgeld bezahlen. Alternativ können Sie bestimmte Bereiche absperren und die Zugangsvoraussetzungen in den Kontrollpunkten kontrollieren. Drittens, das Feiern drinnen. In den Brauchtumszonen sind die Zugangsbeschränkungen noch schärfer. Hier benötigen auch Geboosterte einen aktuellen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Denn im Innenbereich ist das Feiern wegen der Aerosole noch riskanter. Deswegen müssen wir da in diesen Tagen noch mehr tun, um Infektionen bestmöglich aus den Gaststätten herauszuhalten. Dazu will ich klar sagen, das geht wirklich nur an diesen 5 Tagen. Aber da brauchen wir es, das Testerfordernis gibt für alle Gaststätten außer reinen Speiselokalen und da auch wirklich nur an den Tischen gesessen wird. Es gilt für alle Veranstaltungen mit Tanz, also auch alle Karnevalsveranstaltungen in Innenräumen. Die Kommunen können dann für die Brauchtumszone auch weitere Maßnahmen wie zusätzliche Maskenregelungen, Kapazitätsbegrenzungen anordnen, wenn sie das für erforderlich halten. Und sie können auch entscheiden, dass einzelne der Standardmaßnahmen auch außerhalb der Brauchtumszonen gelten sollen. Für beides brauchen Sie keine ausdrückliche Genehmigung meines Ministeriums. Ansonsten gelten für alle Veranstaltungen, auch zu Karneval, die bekannten Anforderungen der Corona-Schutzverordnung. Das heißt, Veranstaltungen bis zu 750 Personen unter Beachtung der Kapazitätsbeschränkung oberhalb von 250 Personen nur 50% sind draußen und drinnen als Veranstaltungen mit Tanz und unter 2G+ möglich und dann auch ohne Maskenpflicht.
Veranstaltungen mit mehr als 750 Personen und Tanz sind drinnen grundsätzlich nicht möglich, denn die Personenzahl der Großveranstaltungen gelten für den Karneval drinnen ausdrücklich nicht. Draußen gelten je nach Veranstaltungsformat grundsätzlich die Regeln für Großveranstaltungen, wie etwa für Fußballspiele. Veranstaltungen in Innenräumen, maximale Auslastung von 30%, der jeweiligen Höchstkapazitäten jedoch nicht mehr als 4.000 Zuschauer. Bei Veranstaltungen im Freien liegt die zusätzliche Auslastung bei maximal 50% der jeweiligen Höchstkapazität, sondern nicht mehr als 10.000 Zuschauer. Das sind die wesentlichen Änderungen, die wir jetzt in der Corona-Schutzverordnung vorsehen, als einen ersten Schritt. Und ich glaube, ich bin vor allen Dingen sehr dankbar, dass wir über die Fragen, wie wir das in den sogenannten Brauchtumszonen regeln, das gestern auch mit Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister vom Karnevalshochburgen absprechen konnten. Und ich sehe darin vor allen Dingen auch eine Lösung, dass wir Menschenansammlungen, die es eben vor allen Dingen am Weiberfastnacht und auch am Rosenmontag geben wird, in einen gewissen Sicherheitsbereich letzten Endes ermöglichen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister. Jetzt fangen wir an mit Fragen. Wir fangen an mit Fragen zur Corona-Schutzverordnung. Dann hat Frau Hülsmeier keine. Ich frage hier in die Runde. Gibt es Fragen zum Komplex Corona-Schutzverordnung, wozu ja der Karnevalsbereich gehört? Dann kommen wir zuerst zu Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, und zwar von Nikolaus Ottersbach vom Bonner Generalanzeiger. Der fragt Sie, Herr Minister, sind die räumlich abgegrenzten Brauchtumsgebiete mit den Zonen, in denen am 11.11. in Köln Karneval gefeiert wurde, vergleichbar? Das entscheidet die Kommune, welche Gebiete sie als Brauchtumszone ausweist. Wir haben ja mit dieser Corona-Schutzverordnung nur eine Regelung geschaffen, was dann in den Brauchtumszonen, die eine Stadtverwaltung ausweist, möglich ist und auf der anderen Seite eben nicht möglich ist. Dann fragt Herr Ottersbach vom Generalanzeiger, wie sollen Szenen wie am 11.11. auf der Zülpicher Straße, als viele Menschen dicht gedrängt und alkoholisiert feierten, so Herr Ottersbach, verhindert werden? Welche Form von Brauchtumsaktivitäten sind erlaubt? Ja gut, das habe ich ja gerade dargestellt, was erlaubt ist. Und dass das in einem gewissen Rahmen stattfindet, dafür sind natürlich die Ordnungsämter der Kommunen zuständig, das im Blick zu haben. Ja, Herr Ottersbach hat noch weitere Fragen, die, glaube ich, sind beantwortet mit den Ausführungen des Ministers. Wenn nicht, müssen Sie einmal bitte die nochmal stellen. Und dann kommen wir jetzt zu weiteren Fragen hier im Raum. Herr Hoverazor, Corona-Schutzverordnung, Karneval und so weiter. Okay, dann gehen wir der Reihe nach. Frau Hülsmeier, Deutsche Presseagentur. Herr Laumann, ich wollte Sie zur Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht fragen. Herr Wüst sagt, solange die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, werden wir einen möglichst praxisorientierten Weg suchen, sie umzusetzen. Können Sie mal genau erklären, wie Nordrhein-Westfalen damit jetzt umgehen wird? In Bayern wird sie ja vorübergehend ausgesetzt. Herr Merz möchte sie rechtlich prüfen. Wie wird Nordrhein-Westfalen damit umgehen? Also, erstmal ist es ja vollkommen klar, dass wir ein beschlossenes Gesetz, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht angeht, haben. Und selbstverständlich wird Nordrhein-Westfalen Gesetze, die da sind, auch umsetzen. Wir würden uns vom Bund gerne zwei Dinge wünschen. Und da finde ich, müsste der Bund auch eine Antwort geben, damit wir das in Deutschland in den Ländern einheitlich regeln können. Erstens sagt dieses Gesetz ja, für welche Einrichtungen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Das ist der gesamte medizinische, pflegerische Bereich. Das sind natürlich auch die vielen Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Physiotherapie und so weiter. So, dann haben wir natürlich einmal die dort festangestellten Menschen. Das ist ja klar umschrieben, wer das ist. Das wissen die Arbeitgeber ja. Und dann sagt dieses Gesetz, dass aber auch die, die da tätig sind, mit unter diese einrichtungsbezogenen Impfpflicht fallen. Zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, auch Reinigungskräfte, die zum Beispiel durch ein Reinigungsunternehmen gestellt werden. Und wir würden ganz gerne vom Bund haben, dass er mal klar definiert, wie er diesen Personenkreis der Tätigen eingrenzt, beziffert, also jetzt nicht in der Zahl, sondern wie er sie eingrenzt,
was sind die Tätigen? Das Zweite ist, dieses Gesetz sagt, und da wird es dann sehr schwierig, finde ich, dass beim Einzelfall, wenn sich jetzt ein Mensch, der dort arbeitet, einfach nicht impfen lassen möchte, dann sagt das Gesetz, das Gesundheit, also das Amt, was es entscheidet, das wird in Nordrhein-Westfalen die Gesundheitsämter wahrscheinlich oder sein, muss abwägen auf der einen Seite die Gefahr, die dadurch, dass dort ein nicht Geimpfter arbeitet, vom Infektionsschutz für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner ausgeht. Und andererseits, sagt das Gesetz, muss aber auch das Gesundheitsamt bedenken, was bedeutet das für die Versorgungssicherheit und die Versorgungssituation der Menschen, die dort leben. Und in diesem Abwägungsprozess hätten wir ganz gerne vom Bund, meinetwegen auch mit den Ländern abgestimmt, einen Leitfaden, wie die Gesundheitsämter das beurteilen sollen. Ich glaube, dann werden wir in dieser Frage schon einen erheblichen Schritt weiter in einer praxistauglichen Anwendung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und das, was wir zurzeit einfach haben, ist, dass wir erreichen konnten in einer GMK, dass es eine Arbeitsgruppe Bund-Länder in dieser Frage gibt. Aber sie kommt in diesen zentralen Fragen für uns in der Durchführung zurzeit, wenn man das mal so sagen darf, nicht vom Fleck. Und das ist ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch den Gesundheitsämtern mit an die Hand geben müssen, wenn wir dort zur vernünftigen Entscheidung kommen sollen und wollen. So, und dann muss man ja auch jetzt mal den Zeitstrahl sehen. Das ist mir einfach auch mal wichtig. Wir haben das mal bei uns im Ministerium durchgespielt, wie ein solcher Zeitstrahl aussehen könnte. Das heißt, Stichtag ist der 15. März. Da müssen die Einrichtungen feststellen, wer ist bei uns nicht geimpft. Dann müssen die Einrichtungen, den Gesundheitsämtern, die Personen mit Namen und so melden, die nicht geimpft sind. So. Jetzt kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, wie viel Prozent der Menschen in diesen Einrichtungen nicht geimpft sind. Über ein paar Einrichtungen wissen wir es sehr genau, über andere wissen wir es nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie die Impfquote in Arztpraxen ist oder in der Physiotherapie sind. Aber wir gehen davon aus, dass wir in Nordrhein-Westfalen über eine Anzahl von Beschäftigten von circa 1 Million reden. So, da kann ja jeder ausrechnen, wenn 5% nicht geimpft sind, reden wir über 50.000 Fälle. Wenn 8% nicht geimpft sind, reden wir über 80.000 Fälle. So, jetzt nehmen wir mal an, so, das heißt, die wir werden dann wahrscheinlich den Anfang April haben, bis alle Einrichtungen, die nicht geimpft, gemeldet haben. Dann werden ja die Ämter, die das machen müssen, erst einmal die Sache ein bisschen ordnen müssen, nach Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen und so weiter. Da sind wir natürlich auch mal schnell 14 Tage weiter. Und dann geht es ja darum, man muss sich ja den Einzelfall anschauen. Das heißt, die Einrichtung sagt, Frau Mustermann ist nicht geimpft. Dann passiert ja in einem zweiten Schritt, dass das Amt, jetzt muss man mir mal helfen, Frau Mustermann anschreibt und sagt, Sie sind nicht geimpft. Was ist das Problem? Dann wird es darauf ja eine Antwort geben oder auch vielleicht nicht eine Antwort, dass man es einfach liegen lässt. Wenn die dann da ist, wird man sich auch die Einrichtung anschauen müssen. Was ist jetzt in der Abwägung, die ich eben gesagt habe? Wie schlimm ist der Fall oder wie gewichtig ist der Fall für den Infektionsschutz? Und in der Abwägung Versorgungssicherheit der dort lebenden Menschen. Das ist dann ja eine Einzelfallbetrachtung. Wenn man die jetzt hat, und jetzt nehmen wir mal an, die Behörde kommt dann zu den Ergebnissen der Abwägung, wir machen ein Betretungsverbot, dann ist es, glaube ich, vom Verwaltungsrecht so, dass dazu noch einmal die Person gehört werden muss.
Und dann kann man zu einer Entscheidung kommen. Und wenn Sie sich einfach mal so einen Zeitstrahl vorstellen und sich die Aktenmenge vorstellen, 50.000, 80.000 Akten, es gilt immer, das Gesundheitsamt ist immer zuständig, wo die Einrichtung ist. Sie wissen, dass die Einrichtungen sehr unterschiedlich auf die Städte verteilt sind. Also wenn Sie zum Beispiel die Stadt sind, die das große Glück hat, eine Universitätsklinik zu haben, eine Uniklinik hat, ja man, schnell 10.000 Beschäftigte, ne? Auch wenn die eine hohe Durchimpfungszahl haben, hat ein solches Gesundheitsamt schon eine Menge an Einzelfallentscheidungen zu tun. Sodass es ja nicht ganz neben der Kappe ist, zu sagen, dass dann, bevor dann wirklich Einzelentscheidungen fällen, wir eigentlich im Sommer sind. Ich sage bewusst Sommer, weil ich keinen Monat nennen will. Aber Juni, Juli, August sind die Sommermonate. In diesen Monaten, in diesem Zeitraum werden wir uns befinden. Und dann haben wir es wieder mit einem Gesetz zu tun, was ein Verfallsdatum hat. Nämlich Ende dieses Jahres. So, und da fragt man sich dann ja schon, wie praxistauglich ist das alles? Und deswegen verstehe ich auch eine Debatte darüber, ob das alles gut bedacht war. Man muss immer sagen, dieses Gesetz ist ja auch zu Delta-Zeiten verabschiedet worden. Wir haben jetzt Omikron-Zeiten. Wir haben eine hohe Durchimpfung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, etwa unserer Altenheime. Wie ist es denn jetzt eigentlich bei der Omikron-Variante auch von der Infektionsgefahr und von der Erkrankungsgefahr zum Beispiel zu bewerten? Auch das muss man sich in aller Ruhe anschauen. Und das sind, finde ich, jetzt einfach Fragen, die sich für uns im Markt stellen. Aber ich will noch mal ganz klar sagen, es ist, das Gesetz ist in Kraft. Und wenn das Gesetz in Kraft ist, wird es auch in Nordrhein-Westfalen vernünftig umgesetzt. Aber eben vernünftig und nicht in einer Hau-Ruck-Methode, aber auch nicht jetzt in einer Methode, dass wir einfach sagen, wir lassen es liegen. Das mal einfach auszudrücken. Das ist der Plan, den ich in dieser Frage verfolge. Und ich, wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass der Bund uns in diesen zwei Fragen Abwägung, Infektionsrisiko zur Versorgungssicherheit und den Tätigen, also näher definiert, wer fällt alles unter den Tätigen. So, wenn wir das hätten, wären wir da schon mal einen Schritt weiter. So, und dann stehen ja noch anschließend, das ist aber dann ja eine privat-arbeitsrechtliche Frage, stehen ja auch Arbeitsrechtsfragen an. Das muss man ja auch ganz klar sehen, da stehen auch Fragen an, wie sieht das denn aus mit Arbeitslosengeld und Sperrzeiten und Ähnlichem. Auch das ist alles noch nicht abschließend geregelt. Ja, ja, sofort, Frau Witzmann, ich muss nur sozusagen einen technischen Hinweis machen. Herr Minister, danke für die ausführlichen Erläuterungen. Wir haben viele Fragen, von denen ich jetzt mal unterstelle, dass sie durch die Ausführungen beantwortet sind. Ansonsten bitte ich alle unmittelbar, uns sie nochmal per Mail zu stellen. Damit umfasst sehe ich jetzt Frau Magolay vom WDR, Frau Schröder von RTL, Herr Korfmann, Funke Mediengruppe, Gerhard Vogt, Kölner Stadtanzeiger, Dr. Antje Höning, Rheinische Post und Alexander Schäfer, Westfälische Anzeiger. Damit Sie nicht übersehen werden, einmal nochmal melden, falls dem nicht so ist. Und dann kommt die Nachfrage von Frau Hülsmeier. Herr Minister, jetzt haben Sie gesagt, das wird umgesetzt, das Gesetz. Aber eigentlich haben Sie jetzt ja erklärt, dass es viel zu lange dauert bis zum Sommer, bis dann mal also solche Einzelfälle entschieden werden könnten. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, als würden Sie noch zu diesem Gesetz eigentlich stehen. Aber das ist ja nun auch verabschiedet worden, auch mit Stimmen aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag, im Bundesrat. Das hätte man ja vorher wissen können, wie schwierig die Umsetzung ist. Warum jetzt erst? Also ich habe immer gewusst, dass die Umsetzung sehr schwierig wird, seitdem ich dieses Gesetz kenne. Wir müssen natürlich eins sehen. Wir versuchen in Nordrhein-Westfalen ja auch noch eine möglichst hohe Impfquote, das Problem kleiner zu machen. Wir haben ja auch entschieden im Ministerium, dass wir den Impfstoff, den wir am 21. Februar bekommen, können Sie mir mal eben mit dem Namen helfen? Novavax, dass wir diesen Impfstoff zu Beginn den Beschäftigten in den von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beschäftigten Personen auch zur Verfügung stellen wollen, auch in der Hoffnung, dass das nochmal eine Brücke ist,
dass sich ein größerer Teil noch impfen lässt, denn jeder geimpfte Mitarbeiter ist ja in dem Bereich Gold wert, in der Frage generell, weil es gut ist, dass man in den Berufen geimpft ist. Ich habe ja oft auch hier gesagt, dass aus meiner Sicht, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, eigentlich zur Ethik des Berufes auch gehört, dass man sich impfen lässt, um damit die Zahlen möglichst klein zu halten. Aber Sie müssen einfach sehen, die ganze Riesenzahl der Fälle. Und da ist nach Bewertung unserer Juristen es so, dass man da nicht zu Gruppen- und Pauschalentscheidungen kommen kann, sondern dass man wirklich jede Akte, wie man so sagt, anfassen muss, sich den Einzelfall angucken muss und dann eine Entscheidung treffen muss. Und das ist natürlich in einer Behörde, und da soll das ja auch noch rechtssicher passieren, denn die Menschen haben ja bei einem Berufsverbot, ein Betretungsverbot ist ja, finde ich, schon eine Richtung in Berufsverbot, haben sie natürlich auch das gute Recht, jede Entscheidung der Behörde auch rechtlich überprüfen zu lassen. So, und deswegen ist es auch bei diesem Gesetz so, dass der Sinn des Gesetzes sehr nachvollziehbar und richtig ist, hinter den stehe ich auch, aber dass die Durchführung schwierig ist und eine große Herausforderung für die Behörden sind, die es machen müssen. So, und da reicht, finde ich, nicht, wenn man so auf Bundesebene sagt, ja, die Länder sind eben zuständig, es zu machen. Natürlich sind wir es. Das Grundgesetz ist da eindeutig, die Länder führen die Gesetze des Bundes aus. Im Verwaltungsbereich ist das ja so geregelt. Das wollen wir ja auch tun. Aber man muss jetzt einfach auch mal mit dieser Debatte, finde ich, eins wichtig, dass jeder wissen muss, dass das nicht Ende ab März erledigt ist, sondern dass das ein Vorgang ist, der eine gewisse Zeit in der Abarbeitung der Fälle schlicht und ergreifend in Anspruch nehmen wird. Das muss man einfach so sehen. Das ist einfach, ja, wie soll ich das sagen, einfach die Realität. So, dann zu dem Komplex einrichtungsbezogene Impfpflicht. Gucke ich mal gerade, liegen gerade keine Fragen vor. Es gibt aber noch eine Frage von Achim Kämmerer von Anzeiger24.de zum Thema 2G im Einzelhandel. Er schreibt, in immer mehr Bundesländern wird 2G im Einzelhandel abgeschafft, teilweise weil die Gerichte die Regel beanstandet haben. Warum hält Nordrhein-Westfalen an der Regel fest? Welche Erkenntnisse haben Sie, dass beim Einkaufen eine Ansteckungsgefahr besteht? Also, ich will noch mal ganz klar sagen, erstmal haben in Nordrhein-Westfalen die Gerichte unsere Regelung im Einzelhandel für rechtsgültig betrachtet. Also das Problem, dass unsere Gesetze nicht rechtsgültig sind, haben wir nicht. Wir haben sie so gut gemacht, dass sie die Überprüfung vor Gericht standgehalten haben. Ich glaube, dass es richtig ist, sich jetzt einfach bevor... Es ist ja gut, dass man über Lockerungen redet. Und ich bin auch ein Politiker, der will, dass dann, wenn es Möglichkeiten gibt, wir Grundrechtseingriffe wieder zurücknehmen. Wir dürfen uns an diese Grundrechtseingriffe nicht gewöhnen. Und wir müssen sie in jedem Einzelfall auch gut begründen. Aber wir müssen eben auch die Situation in der Infrastruktur sehen. Warum machen wir das denn zurzeit in dieser Welle? Das hat ja zwei Gründe. Wir wollen irgendwie versuchen zu steuern, dass nicht gleichzeitig ganz viele Leute in Nordrhein-Westfalen infiziert sind. Weil jeder Infizierte sich isolieren muss und zumindest für 7 Tage nicht arbeiten kann. Und da sind wir beim Thema Funktionieren der Gesellschaft, Funktionieren der Infrastruktur. Und das ist natürlich aus Sicht des Gesundheitsministers vor allen Dingen das Pflegesystem, das Gesundheitssystem, klar, das medizinische System, unsere Ärztinnen und Ärzte und so weiter. Aber das ist natürlich darüber hinaus auch die ganz normale öffentliche Infrastruktur, die wir jeden Tag brauchen. Dass die Busse fahren, dafür brauchen sie Busfahrer. Da können nicht alle gleichzeitig krank sein. Dafür brauchen wir ein funktionierendes System im Nahverkehr, im Fernverkehr und viele andere Fragen. Und deswegen, glaube ich, ist die eine Zielrichtung, die wir mit diesen Kontaktbeschränkungen gehen und die Frage außerhalb der Lebensmittelversorgung, also der Geschäft des alltäglichen Bedarfs, da auch Kontakte zu reduzieren. Punkt. So, das ist ja eine Aufgabe, wo, wie in jeder Pandemie, das Begrenzen von Kontakten eine Rolle spielt.
muss man einfach mal so sagen. Und deswegen hat man sich damals für den Einzelhandel der Nicht-Produkte des Altares befasst entschieden. Und wir werden sehen, wie sich die nächste MPK angesichts der allgemeinen Weiterentwicklung der Infektionslage dann am 16. Februar zu diesen Fragen verhält. Und dann wird die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auch dementsprechend reagieren. So, ich habe zugesagt, dass dann Nachfragen selbstverständlich möglich sind. Frau Dr. Höning von der Rheinischen Post fragt, Herr Minister, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht schon nicht funktioniert, so Frau Dr. Höning, sollte man die allgemeine Impfpflicht nicht besser lassen oder fordern Sie diese weiter? Also bei der allgemeinen Impfpflicht ist es ja so, vielleicht würde auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht etwas einfacher werden, wenn sie eingebettet wäre in einer allgemeinen Impfpflicht, das kann ja auch sein. Aber die Entscheidung halte ich nach wie vor für richtig, gut zu überlegen. Es spricht eigentlich viel für eine Impfpflicht, damit man gewappnet ist, nicht für diese jetzige Variante, da wird die ganze Debatte über die Impfpflicht überhaupt keine Auswirkung mehr drauf haben. Aber wir wollen doch alle gerne, dass wir, ich gehe mal davon aus, dass wir bei Omikron bald den Höhepunkt erreicht haben. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit so sein wird wie in den letzten 2 Jahren auch, dass es im Frühjahr, im Sommer eine relativ entspannte Situation gibt. Und wir wollen doch alle, dass wir dann nicht im nächsten Herbst wieder das Gleiche erleben, was wir jetzt diesen Winter und den letzten Herbst erlebt haben. Und da ist nach heutiger Erkenntnis eine hohe Durchimpfungsrate. Ja, wie soll ich das mal sagen? Das Nachhaltigste, was ich kenne, um das zu erreichen. Und deswegen ist die Frage, wie kriegen wir die Impfungsrate noch höher, natürlich eine wichtige. Und wenn uns eine Impfpflicht dabei hilft, ist es richtig, sie zu machen. Aber wenn die Gesetzesentwürfe da sind, zurzeit kennt man ja auch nur Punktierungen und keine Gesetzesentwürfe, dann muss man sich auch immer, und dafür ist mein Blick sehr geschärft, auch jetzt durch die Erfahrung bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch angucken, wie setzt man das dann um, weil das ja auch mit Sicherheit wieder auf die Länder hängen bleibt, nicht hängen bleibt, sondern weil die Länder zuständig sind, dann diese Fragen auch zu administrieren. Ich glaube, das muss man bei einer solchen Gesetzgebung einfach mit im Blick haben. Dann auch zugesagt die Nachfragemöglichkeit für Charlotte Schröder von RTL mit Blick auf die Ankündigung der bayerischen Staatsregierung. Sie fragt, Bundestag und Bundesrat haben für die Impfpflicht gestimmt, auch Bayern. Jetzt schert, so Frau Schröder, Söder aus in einer Zeit, in der viele Menschen das Vertrauen in den Staat schon verloren haben oder zu verlieren drohen, so Frau Schröder. Wie bewerten Sie ein solches Verhalten? Da. Ich kommentiere Entscheidungen anderer Landesregierung nicht. Ich habe mit meiner eigenen und mit einer eigenen Situation genug zu tun. Okay, ich gucke mal in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Frau Hülsmeier meldet sich nochmal. Dorothea Hülsmeier, Deutsche Presseagentur. Jetzt, noch ein anderes Thema, ganz kurz. Die Hospitalisierungsinzidenz, die ist jetzt ja inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen weit über 5. Sorry, ich nehme die einmal kurz ab. Wie ist das ab dem Wert 6? Es gab ja mal einen Beschluss, das war, glaube ich, im November, diese Schwellenwerte für Hospitalisierungsinzidenzen. Nun ist das ja auch alles überholt. Wir haben ja schon 2G und 2G+. Aber denken Sie ab einem bestimmten Schwellenwert der Hospitalisierungsinzidenz wieder an andere besondere Maßnahmen, wie zum Beispiel planbare Operationen zu verschieben? Nein. Also schauen Sie mal, wir haben in Nordrhein-Westfalen das große Glück gehabt, dass wir selbst bei der Delta-Variante, wo andere Bundesländer ja das Kleeblatt ziehen mussten und wir ja Solidarität geübt haben. Wir haben Patientinnen und Patienten aus Bayern aufgenommen. Wir haben Patientinnen und Patienten aus, glaube ich, Thüringen, Sachsen aufgenommen. Wir haben vor allen Dingen immer wieder Patientinnen und Patienten aus den Niederlanden aufgenommen. Wir waren also selbst in dieser Situation noch in der Lage, in Nordrhein-Westfalen solidarisch zu sein, was wir auch gerne getan haben. Und ich bin wirklich froh, dass ich in der Welle, auch vor Weihnachten, November und so, wir haben keine Verordnung gemacht, wo wir den Krankenhäusern sagen, ihr müsst elektive Eingriffe verschieben. Krankenhäuser haben es vielleicht auch selber ein bisschen gesteuert, das glaube ich schon. Aber wir haben jetzt nicht vom Land einfach gesagt, was weiß ich, 10% oder so der Kapazitäten müssen frei bleiben. Wir sind in diese Situation Gott sei Dank nicht gekommen. Wir waren manchmal hart dran.
aber wir sind nicht in dieser Situation gekommen. So, wir sind jetzt bei den Zahlen, die wir jetzt einfach in den Krankenhäusern objektiv haben, von einer solchen Situation entfernt. Schlicht und ergreifend entfernt. Ich glaube, dass bei dieser Variante die Gefahr, die es unter Umständen für das Gesundheitssystem geben können, aus drei Quellen kommen können. Einmal natürlich viele Infizierte. Was ist, wenn das Virus in den hohen Infektionszahlen, die ja zurzeit vor allen Dingen bei den Jüngeren sind, bei den Jüngeren wissen wir, dass die Infektionszahlen weit über den Schnitt liegen. Wenn sie das verschieben würde auf die Älteren, was heißt das dann fürs Gesundheitssystem? Ist ja logisch, dass wenn ein Mensch, der ein fortgeschrittenes Alter hat, an Corona, also erkrankt, er die Hilfe eines Krankenhauses braucht wie ein jüngerer Mensch. Ist ja im Übrigen nicht nur bei Corona so. Andersrum haben wir wieder bei den Alten eine hohe Durchimpfungsrate, muss man auch sehen. Deswegen glaube ich, dass das auch gut geht. Aber das ist die eine Gefahr. Die andere ist natürlich, dass zu viel Personal schlicht und ergreifend infiziert ist und nicht im Krankenhaus da sein kann. So, das sind die Dinge, die man im Auge haben muss. Und da hilft uns ja die Hospitalisierungsrate wenig. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen, also die verlässliche Zahl ist einfach unsere Krankenhauszahl. Wir wissen ziemlich genau, sehr genau, wie viele Menschen sind heute in Nordrhein-Westfalen mit dieser Krankheit im Krankenhaus. Ich betone mit. Denn wir wissen wiederum den Prozentsatz nicht, wie viele sind wegen Corona eingeliefert worden und bei wie vielen anderen, die wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus gekommen sind, ist dann beim Testen festgestellt worden, dass sie auch Corona haben. Das Verhältnis, Herr Herrmann, haben wir nicht, ne? Aber Sie müssen einfach sehen, die Krankenhäuser sagen uns immer, uns ist es dann auch eigentlich egal, weil in dem Moment, wo jemand Corona hat, ist er natürlich für das Krankenhaus ein Versorgungspatient, der mehr Zeit braucht. Liegt alleine daran, dass dann die Isolierung greift, dass das Personal sich, wenn es das Zimmer betritt, immer anschließend wieder umziehen muss, desinfizieren muss und so weiter. Das kann sich ja jeder vorstellen, dass das dann auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, diese Menschen zu versorgen, als wenn man auf einer normalen Station sich das vorstellt, die wir hier alle kennen. Okay, ich sehe jetzt hier zumindest keine Frage, die ich als unbeantwortet sehen würde. Und deswegen schaue ich nochmal in die Runde hier im Saal, ob es weitere Fragen gibt. Per Mail ist das aktuell dann in der Form nicht mehr der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Minister, für die Auskünfte, bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön.